Hallo liebe Leser, wir befinden uns bei Andys Wallercamp im Po-Delta in Italien. Und der Po und vor allen Dingen Andys Wallercamp ist ja bekannt für die starken Welse, die hier am laufenden Band von den Gästen gefangen werden. Welse und Karpfen. Und wir sind heute angereist, haben ein paar Tage Zeit zum Fischen, um nicht den Wallern und den Karpfen nachzustellen, sondern wir wollen einen Fisch beangeln, den es hier im Po reichlich geben soll, der gute Bestände gebildet hat in den letzten Jahren. Und das ist der Zander und den wollen wir mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Bewaffnet haben wir uns mit Gummiködern aller Art, vor allen Dingen die Köder, die in Deutschland sich bewährt haben, an den Strömen wie Elbe und Rhein. Da habe ich den Tobias Gareis mit, der vom Angelfischereiverein Schwarzenbach an der Saale, Firmitspeicher, der auf Zander angelt, auch viel Zander angelt. Und der Andi Gutscher, der Campbetreiber, zeigt uns jetzt ein paar Stellen, wo wir dann die Zander hoffentlich zu fassen bekommen. Und wir haben ja eigentlich ein paar Tage Zeit, das müsste eigentlich gut hinhauen. Und dann filmen wir mal den Brüdern auf den Zahn. Ja, los geht's. Los geht's. Mit einem der modernen PS-starken Leihboote des Camps machen sich die drei auf den Weg. Die Fahrt zum ersten Spot dauert nicht lange. Fast genauso schnell beißt der erste Fisch. Jawohl. Erste Stelle angefahren. Der Strom kam zu einem Gemeindealtarm. Der erste Pozander von der Tour, die jetzt gerade mal eine halbe Stunde alt ist. Vierter Biss gewesen. Ein auf Fireball beim Ausgestiegen, beim Tobi und Philbus auf Gummifisch. Bei mir auch vorher ein Aussteiger und jetzt bin ich richtig wach scheinbar und der konnte mich dann nicht mehr veräppeln. Schönes Teil. Kurze Zeit später drillt Sebastian erneut, doch diesmal zappelt kein Zander am Haken. Barben nimmt. Barben fressen gerne deftige Kost. Büchsenfleisch und Käse zählen zu den besten Ködern. Dass sie aber auf einen Gummifisch in der Größe beißen, ist dann doch eine Ausnahme. Wow. Kescher ist Luxus. Aggressive Raubbarbe. Sehr geil. Das ist ja wirklich klasse, ey. Jetzt sieht man, was der Po für eine Fischvielfalt mitbringt und Fischbiomasse drin hat. Ständig merkt man irgendwie, wie man über Bleirücken drüber zieht und Meereschen stupsen gegen die Schnur. Das ist ja wirklich, wirklich rammelvoll mit Fisch hier. Geil. Ist ja eine schöne Barbe. Hopp! Hopp! Geil. Zweiter Spot, den uns Andi jetzt gezeigt hat. Und ja, geht so weiter wie beim ersten. Schön. Po-Zander. Aber man merkt, da wo hohe Bestände sind, also hohe Populationen, sind sehr viele kleine Zander immer unterwegs. Das ist im Hamburger Tidenraum so und auch in diversen anderen Gewässern, die sehr eutroph und fischreich sind, wie der Po. Schön. Die Jungs genießen die traumhafte Stimmung am Po. In der Dämmerung kriegt Sebastians Freund Tobias noch einen harten Biss. Am nächsten Morgen ist Andi an der Reihe. Diesmal ist ein Fisch am Fireball-System erfolgreich. Die starke Gegenwehr lässt auch in diesem Fall auf einen Wels schließen. Lässt viele Blasen.
der Waller, hätte ich gesagt. Da kommt er, ja. Mit Welsen dieser Größe muss man beim Zanderangeln am Po jederzeit rechnen. Allzu feines Gerät ist daher fehl am Platz. Als nächstes wird eine Brücke angesteuert. Direkt an einem der Pfeiler bekommt Sebastian einen knallharten Biss. Sofort ist klar, dass diesmal ein stärkerer Waller zugeschlagen hat. Ob Sebastian mit dem leichten Gerät eine Chance hat? Kaule jetzt am Brückenpfeiler genommen, unterm Hals. Runter mit der Rute. Ich muss ums Boot rumgehen. Warte, warte. Da ist unten. Ich mach das. Rute nur nach unten halten. Da habe ich den im Holz runtergelassen, den Köder am Grund. Angehoben, gehalten. Da versuchen wir schon an den Welsen vorbei zu angeln, indem ich eben solche Low-Action-Sheds benutze, die sehr klein und schlank sind. Aber die Zander teilen sich ja die Einstände auch mit den Wallern zum Teil. Die kommen ja gut nebeneinander klar in solchen Gewässern. Und dass der Wels den Zanderbestand schädigt, das kann hier gar nicht der Fall sein, weil der Zanderbestand hervorragend ist. Kein Meter weg. Ja, da liegt gleich noch eine schöne Flucht hinten, wenn es noch eine gibt. Langsam, langsam, langsam. Jawohl! Peter, ey. Zum Glück hat die 40 bis 60 Gramm, nee, 40 bis 80 Gramm Spinnrute das gehalten. Alter Schwede. Oh. Anständig. Dass aber nicht nur Welse unter der Brücke lauern, beweist Andi kurze Zeit später. Diesmal drillt er den Zielfisch. Wir haben ihn gesehen. 49,5 cm. Nicht gelandet. Aber wir hätten ihn sowieso laufen lassen. Auch Tobias kann einen Zander haken. Er hat diesmal ein bisschen mehr Glück und kann den Fisch in die Kamera halten. Wieder war ein Low-Action-Shad der Erfolgsköder. Jawohl, Petri! Petri, dank. Endlich. Es geht Schlag auf Schlag. Kaum ist der Köder im Wasser, ist Sebastians Rute erneut krumm. Ist es diesmal der erhoffte kapitale Zander? Ein bisschen vertikal geangelt, um die Brückenpfeiler rum. Wenn das ein Zander ist, ist er anständig, aber von Bewegungen scheint es wieder ein Wels zu sein. Haha. Mit dieser Vermutung liegt Sebastian richtig. Wieder Wels. Jetzt den Kauli voll reingepfiffen, das kostet. Ja, da hat er zugelangt, der Kollege. Das war der Brückenpfeiler, der am tiefsten war, mit 8,5 Metern. Und dann vertikal, bumm, fetzt. Also wir stärken uns nach den heißen Drills. Sebastian kriegt am meisten. Er hat heute am meisten gefangen. Auch die anderen Gäste sind zufrieden. Von der Terrasse aus kann man beim Mittagessen den Blick über den majestätischen Fluss genießen.
Frisch gestärkt geht's erneut aufs Wasser. Nun kann auch Sebastian wieder einen Zander landen. Geil. Kleiner, ja? Aber nett. Der hat jetzt hier in einem Altarm gebissen, der eigentlich eine ganz unspektakuläre Struktur hat. Hier ist keine Strömung da, obwohl es richtig heiß draußen ist. Eine ganz flach abfallende Kante allmählich von 3 Meter auf 6 Meter hier drüben. Und dann ein bisschen ein E-Motor auf langsame Geschwindigkeit und ein bisschen Drift, ein bisschen absuchen und dann, boom, kann man auch einfangen. Finde ich geil. Fisch vorweg gesagt. Erneut wechseln die Jungs die Stelle. Andi kennt noch einen Geheimplatz. Direkt beim ersten Wurf am neuen Spot bekommt der Lokalmatador einen heftigen Biss. Guter Fisch drauf. Gummifisch an die Sandbank gelegt, runtergezogen, zweimal gezupft und schon war der Biss da ein Riesenschlag. Ui. Hoffentlich kein Waller, er geht jetzt sehr ruhig. Der Biss war sehr aggressiv. Man hört Andis Bedenken. Offensichtlich hat erneut ein starker Wels zugeschnappt. Setzt der sich im Holz fest, hat man mit dem Gerät keine Chance mehr. Jetzt kann man nur hoffen, dass der Fisch irgendwann ermüdet. Puh, wie lange drehen wir schon? Halbe Stunde? Gut 500 Meter sind wir schon abgedriftet mit dem Fisch. Sagen, das 30er Fluorcarbon, das hält schon was aus. Das sollte man gar nicht glauben, was das aushält. Nach einer Dreiviertelstunde kommt der Fisch endlich an die Oberfläche. Zur Landung sollte man allerdings erst dann ansetzen, wenn der Fisch sich in einer letzten Flucht ausgepowert hat. Dazu klapst man ihm auf die Nase. Der war voll nicht schnell, ne? Ja, ja. Er ist gut. Ein super Drill. Du musst zudrücken mit dem Daumen auch. Fingern rein und Daumen zu. Ja. Jawohl. Friedrich Heil. Vielen Dank. Seid ihr Fisch. Meter 61. Petri Heil. Dank. Jawohl. Super Drill. Tut mir leid, meine Herren. Wir haben sehr gute Zanderzeit. Leider versäumt durch den Wels-Drill. Aber so ist das Leben. Ganz vorbei ist die Beißzeit dann aber noch nicht. Als der Fisch an der Oberfläche erscheint, wird selbst der Zander-Routinier Sebastian nervös. Oh, ein guter Zander. Ja. Kescher. Schnell rein, schnell rein. Warte. Ping. Der ist doch draußen. Du musst den Kescher richtig ins Wasser halten. Ich den Fisch über den Kescher. Und du nicht den Kescher, den Fisch. Warte. Jawohl. Petri. Boah, da hab ich jetzt Angst, dass er wieder abgeht. Petri. Geil. Danke, Tobi. Wow. Ja, am Po zandert's. Genial.
Jetzt hat uns der Andi ein Leihboot gegeben und wir suchen die Zander jetzt allein auf dem Po-Fluss und lang haben wir nicht suchen müssen. Der hat den Hauptstrom gebissen unterhalb von der Brücke. Wir haben uns ein bisschen abtreiben lassen, weil wir haben hier Tide im Fluss. Das heißt, der fließt auch mal ganz langsam eine ganze Weile, bis er mal Stillstand hat für 2-3 Stündchen. Fast Stillstand und dann kann man schön den Hauptstrom beangeln und die Fische sind in dem warmen Wasser jetzt extrem verteilt. Aber eben Bestandteil dick genug, dass man überall mal einen zu fassen bekommt. Nicht schlecht. Brücken sind in jedem Fluss ganz heiße Stellen. Tobias und Sebastian werfen den Strömungsschatten der Pfeiler konzentriert ab. Oh, jawohl! Live drauf genagelt. Obergeil. Wow. Mit Hilfe des E-Motors kann Sebastian das Boot direkt am Pfeiler halten. Diesen Bereich klopft er vertikal ab. Diese Präsentationen lieben die Zander. Und die Jungs können an dem Platz mehrere Räuber überlisten. Bei 34 Grad im Schatten eine harte Nummer. Aber das geht. Am nächsten Tag ist nichts mehr von den 34 Grad Lufttemperatur zu spüren. Ein regenreiches Tiefdruckgebiet ist herangezogen. Die Zander stört das aber offensichtlich nicht. An der gleichen Stelle wie am Vortag geht das Beißen weiter. Jawohl. Sehr schön. Kompletter Wetterwechsel heute. Regen, Luftdruck gefallen, aber die Zander beißen trotzdem noch. Schönes Ding. Wenn man sie gefunden hat, ist halt wichtig, sie vertikal zu beangeln, haben wir jetzt festgestellt. Die Fische sind erstens so brattesatt, dass sie den Köder gar nicht so hinterher machen, aber wenn er vertikal vor dem Maul rumhantiert, dann packen sie schon zu. Wir haben sehr viele spitze Bisse, spitze Anfasser und vertikal ist jetzt auch im Hochsommer bei dem warmen Wasser, der Po hat 27 Grad Wassertemperatur, festgestellt, dass Vertikaltechnik die effektivste ist. Da, wo wir die Fische im großen Trupp stellen können, also überall Brücken, wo Stromverwirbelungen sind und allem so eine Sache. Sehr schön, macht auf alle Fälle Spaß und irgendwie haben wir an jedem Spot, den wir anfahren, Bisse. Also das ist schon geil und alles schöne Fische. So geil. Mitten auf dem Strom. Eine flache Sandbank, die fällt in den Strom ein bisschen rein, weil da überall in den Kurven der Fluss so schön verwaschen ist. Und wenn man da mal einfach runterdriftet und einfach da ein bisschen lang wirft, so ein Viertelstündchen, bumm, Zander. Aber auch geil gebissen, ey. Fett. Eine sehr erfolgreiche Methode ist das Spinnfischen vom treibenden Boot. So suchen die Angler große Flächen effizient nach Zandern ab. Allerdings ist es wieder mal ein vermeintlicher Friedfisch, der den Gummifisch attackiert.
Was ist das denn für ein Ding, ey? Guckt euch das mal an. Also, das ist ein Monstergiebel oder wie auch immer. Auf alle Fälle ist er unentspannt gewesen. Und hat sich gedacht, den Gummifisch, den greife ich mir jetzt. Aber typisch, er hat sich drüber geschoben. Er hat nicht richtig gekriegt. Mann, Mann, Mann. Dass die alle so aggressiv sind, die italienischen Fische. Das ist ja unglaublich. Barben, Karauschen, Welse, alles auf die Gummiköder. Natürlich auch unsere Zander. Aber ein schönes Ding, ja? Mein Respekt an den Po. Am Holz beißen dann auch wieder die Zielfische. Der Bestand am Po ist wirklich herausragend und Sebastian ist vollauf begeistert. Yes. Yes. Pui, geil. Wieder bei den Brücken rausgezwirbelt. Schön. Diesmal aber wieder mit der Vertikalroute. Das scheint sehr gut zu funktionieren, also echt geil. Das ist allerdings auch der letzte Fisch der Reise. Schweren Herzens ziehen Sebastian und Tobias ein Fazit. Unser Zandertrip am Po-Delta in Italien neigt sich leider schon dem Ende zu. Vielen Dank, Andi, für die Einladung, nette Bewirtung für Bitte. Das Leihboot. Ne? Gerne. Super, für die Stellen, die du uns gezeigt hast am Anfang. Ja, was soll man sagen? Wir haben Niedrigwasser im Po im Hochsommer. Das heißt, die Fische sind stark auf dem Hauptstrom verteilt, da ist wenig Strömungsdruck da. Wenn die Tide kommt, steht der Fluss fast still. Also die Fische sammeln sich jetzt nicht an diesen Punkten, wo die Stromkanten sich bilden und die Rückströmungen sind, ja. Wie sie es sonst tun, wenn der Strom ein bisschen höher steht und das durchballert. Es sind auch enorm viele Meereischen im Sommer hier. Ja. Und dadurch ist mit ein Grund, dass die Zander sehr weit draußen auch im Fluss stehen, weil die Meereischen nicht in Ufernähe sind, sondern oft mitten am Fluss draußen. Okay. Darum sind sie schwerer zu finden wie im Herbst. Aber wir haben sie gefunden. Ja. Auf fast jedem Spot, der zanderverdächtig aussah, haben wir auch Zanderkontakte gehabt. Uns hat es gefallen, Zander sind dicke da. Wenn ihr auch ein paar Zander fangen wollt am Po-Delta, das mit Welsangeln verbinden möchtet vielleicht noch, dann soll euch das Andis Waller Camp herzlichst empfohlen. Leihboot ist alles da, Echolote, zwei Anker, E-Motor, Verbrenner, alles da, was ihr braucht und die Stellen. Zeigt er euch dann auch und geführte Zandertouren gibt es dann hier im Camp dann auch. Für jeden, der das mal nachmachen möchte und bis dahin, dickes Petri. Petri.